Herzlich willkommen zu Vlog 9. Ich werde euch wieder ein bisschen mit auf der Koppel nehmen, vielleicht nicht ausreiten. Vielleicht wird es auch ein Vlog, der über mehrere Tage geht, weil ich euch ja nicht jeden Tag mitnehmen kann. Vieles wiederholt sich, wie gesagt. Ja, werdet ihr sehen und ich hoffe, euch gefällt das Video. Ich habe gerade das verschollene Halfter gefunden, dieses hier von Dolly. Das war über ein halbes Jahr weg und hing einfach im Schrank irgendwo im Wohnwagen. Und dazu ist eigentlich auch dieser Strick hier extra gemacht, weil das mit den Farben so schön passt. Ich kann euch ja mal verlinken, wo ihr ja Stricke euch selber zusammenstellen könnt und wie ihr die geflochten haben wollt und so. Kann ich euch mal reinschicken. Aber das ist schon mal schön, dass das Halfter jetzt wieder da ist. Ich hole jetzt da kurz. Wird mir gleich entgegen rankommen. Hutti! Hab's ja gesagt. Hutti! Hutti ist jetzt da. Lady! Ab, runter! Ah, Dolly! Ab, Dolly, runter! Du bist jetzt dran mit Arbeiten. Cody ist jetzt am Anbinder. Und dem werde ich jetzt erstmal seine Beinchen waschen. Yeah. Freude kommt auf. So, das ist das super duper Waschset. Einmal mit Wasser. Eine Wurzelbürste. Eine Magic Brush. Ein Schwamm. Und Babydusche. Alles für dieses Baby. Spazieren. Und Lady und Dolly. Dolly, die bettelt unbedingt, die wir ihren Eimer jetzt haben, aber den gibt es erst, wenn du was getan hast, Maus. Genau, gleich sind nämlich die beiden dran hier. Hinten auf Platz. Glücklicherweise steht da vormittags immer noch ganz gut Schatten. Nachmittags gehe ich da schon gar nicht mehr rauf. Alles klar. Die begleitet uns zur Reitstunde und hat wieder richtig weiße Beine. Wir sind gerade auf einer Wiese. Es war einfach viel zu heiß, um so eine große Runde mit den Hunden zu gehen. Ich musste danach noch einkaufen, also habe ich sie schnell eingepackt. Ich konnte euch ja heute nicht so richtig mitnehmen bei den Pferden.
Das liegt einfach daran, dass mein Tag heute ziemlich durchgetaktet ist und ich heute Abend noch feiern gehen möchte. Genau, und wenn ich halt Reitunterricht habe, dann kann ich nicht ganz so viel mitfilmen, was ja auch logisch ist, weil es zeitliche Termine sind und ich kann ja nicht extra noch so viel Zeit fürs Filmen einplanen, zumal ich glaube auch, ja, die Kinder gar nicht gefilmt werden wollen beim Reiten, was natürlich auch verständlich ist. Genau, aber ich schau mal, wie ich es morgen schaffe, euch mitzunehmen. Und jetzt zeige ich euch noch ein paar Szenen von den Hunden. Die lieben das nämlich, wenn die hier über so ein großes Feld flitzen dürfen. Das ist schon die zweite Karre für heute. Ich weiß nicht, was da los ist, aber es ist so schwer auf diesem weichen Sand und es ist so heiß. Die Ponys, die kommen gerade hinten aus dem Schatten. Die standen hinten im kleinen Wäldchen, was immer total schön ist. Die wissen sich zu helfen. Es ist nämlich ziemlich warm, also noch geht's, aber ich denke mal, spätestens wenn ich hier anfange abzuöppeln in den tiefen Sonnen, merke ich, wie warm es wirklich ist. Wir gehen heute auch entspannt ins Gelände mit den dreien. Und zur Begrüßung gibt es für jeden ein Bierchen. Oh, Kollege. Prüßchen. Erstmal ein bisschen früh. Jetzt geht es erstmal los abbetteln. Und ich habe das mittlerweile ist ein gutes Krafttraining sozusagen. Man sieht schon, man baut ein bisschen Muskeln, auch wenn man es jeden Tag macht im tiefen Sand. Sind ja doch nur zwei schwere Karren voll. Und ich höre nebenbei den Pferdepodcast. Kann ich euch mal verlinken, ist super unterhaltsam und da vergeht die Zeit einfach total schnell und eigentlich ist es schon so ein Ritual, auf das man sich dann freut. Das höre ich nämlich auch beim Autofahren. So, die erste Ladung lade ich gleich ab. Ist hier nämlich auf der Hälfte von der Strecke von der Koppel. Und die zweite Karre ist voll und noch viel schwerer, weil im Unterstand ist immer so viel Sand mit dabei. Jetzt machen wir einen Sprung zum Mittwoch, dem 28. August, wo ich schon sehr früh aufgestanden bin. Um 3.40 Uhr hat mein Wecker geklingelt. So ist das, wenn man beim Bäcker arbeitet. Und auf dem Bild seht ihr übrigens Kalli, den haben wir gerade beim Spazierengehen nachts fotografiert. Gibt's hier auch was? Jetzt ist aber schnell rein, weil nur das Pop nicht geht. Thank you.
Das haben die Ponys gerade falsch verstanden. Ich habe nur die Heusäcke von den Bäumen abgenommen. Und die haben sie sich jetzt erhofft, dass es Essen gibt oder irgendwas Tolles. Wolltest du irgendwas Tolles? Irgendwas Tolles? Oh nein, jetzt habe ich nichts Tolles. Sehr ärgerlich. Wir gehen gleich ausreiten, okay? Nimmst du die Heusäcke? Lady nimmt die Heusäcke mit. Cody steht leidenschaftlich gern im Weg. Okay. Und ich fahre jetzt die Karre runter. Und du trägst die, ne, Mäuschen? Lady hat übrigens die Heusäcke bis nach unten getragen und keinen verloren. Mikey ist gerade noch mal baden. Bobby liegt da. Cody, der schlägt. Jetzt bist du ein tolles Packpferd. Wir gehen gleich ausreiten. Findest du die Schuhe toll, Cody? Lady! Das Packpferd. Komm sogar her. Dankeschön, Mäuschen. Der hat sie von ganz oben bis hierher getragen. Angebunden. Ja, Bobby, kommst du mit? Die schnapp ich mir jetzt erstmal. Hier, Blödis. An manchen Tagen schüttelt der Kota irgendwie total komisch mit dem Kopf. Wie ihr seht, ist es gerade ziemlich grau und krummelig. Und zum Glück sind die Ponys auch schon alle fertig. Und alles ist gemacht. Und jetzt geht's nach Hause Abendbrot essen. Und damit endet auch Vlog 9. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinter mir regnet es ziemlich. Wir sind gerade auf dem Parkplatz. Meine Mom ist noch einkaufen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr Vlogs von uns sehen wollt oder auch andere Videovorschläge habt, weil ich habe das eigentlich so, dass ich immer 3 Vlogs poste und dann ein normales Video und dann wieder 3 Vlogs und dann mal wieder ein anderes. Also wenn ihr Videowünsche habt oder euch irgendwas interessiert oder Sachen, die ihr im Vlog öfter sehen wollt, dann einfach in die Kommentare schreiben. Ich freue mich da sehr drüber und antworte euch auf alle Fragen. Und genau, ansonsten könnt ihr das Video gerne liken, kommentieren und unseren Kanal abonnieren. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal sehen. Tschüss!